Ja, hallo Freunde der Windgenerator-Energiemessung. Ich wollte mal zeigen, was jetzt nach 2 Tagen Sturm, also wir haben jetzt gut 2, 3 Tage konstant Sturm, keine Orkanböen mehr wie in der Nacht, wo ich Angst hatte, dass meine Hütte gleich wegfliegt, aber doch immer noch windig genug, um zu sagen, ja, das ist Sturm. Jetzt wollte ich mal so ein kleines Video machen darüber, wie viel denn ja über die Tage jetzt an Windkraft in meine Batterien geladen wurde, weil ich ja leider selber nicht zu Hause bin, sondern hier in meinem Internat. Hier sind da ein paar Unterlagen, ne? Also ich lerne hier auch fleißig. Deswegen habe ich gebeten, dass mein Schatzi das mal macht und die hat jetzt uns ein kleines Filmchen von ihrem Handy per WhatsApp zugeschickt. Ja, das bereite ich jetzt noch mal auf, kurz so ein bisschen mit Musik im Hintergrund, weil die Störgeräusche von dem Wind, die wollen wir bestimmt nicht hören. Und das Gemecker, dass mein Schatzi immer dieses Video machen muss für mich, wollen wir auch nicht hören. Insofern, ja, haben wir halt ein bisschen Videomaterial und können mal schauen, was jetzt nach 2 Tagen durch die Windgeneratoren geliefert wurde. Ich blende auch ein, welches Wattmeter wir jetzt gerade sehen. Ach so, eins wollte ich noch sagen: Mein Schatzi macht jetzt jeden Tag so einen kurzen, ja, 1, 2 Minuten Trailer, Film, Kurzfilm, wie auch immer, als Livestream. Sie nimmt jeden Tag jetzt die Daten auf von meiner Hütte. Und ja, den Kanal blende ich euch natürlich ein. Jetzt hier oben in der Infobox oder hier oben, je nachdem, mal gucken. Da kommt jetzt so ein kleines i. Da braucht ihr nur draufklicken, dann könnt ihr den Kanal abonnieren und die Glocke. Und sofort, wenn mein Schatzi den Livestream macht von den Wattmetern, dann könnt ihr sehen, wie viel, ja, Energie jetzt an jedem Tag so dazugekommen ist. Also habe ich sie drum gebeten. Ich hoffe, dass sie es macht. Schönen Gruß nochmal an dieser Stelle an Scherzi. Du schaffst das schon. Und ja, abonniert den Kanal auch und dann wisst ihr, was da an meinem Energiehäuschen so an Windstrom reinkommt. Also es wird wirklich nur der Windstrom gezählt. Das Solarpanel läuft über den anderen MPPT-Laderegler. Das tut nichts zur Sache, der wird außen vor gelassen. Solar kommt ja erst wieder, wenn die Sonne rauskommt, und das ist ja momentan nicht so. Also, wenn es euch interessiert, schaut euch jetzt den Film an und abonniert den Kanal. Also dann, bis zum nächsten Video, euer YouTuber Lars. Viel Spaß beim Film.